Moin Leute, willkommen zu einem neuen Video und in diesem Video haben wir mal einen kleinen Ratgeber für euch vorbereitet, wie denn eigentlich die Tesla-App funktioniert. Und ich habe sie hier schon offen und ich gehe einfach mal quasi von oben nach unten durch und erkläre euch die ganzen Funktionen. Das heißt, wenn euer Tesla erst kommt, dann wisst ihr jetzt schon mal Bescheid, wie das Ganze funktioniert oder vielleicht ist der ein oder andere Tipp dabei. Ganz kurz noch, falls das Auto wirklich noch kommt oder falls ihr noch keine Gummimatten habt, dann schaut mal bei Shop for Tesla vorbei. Wir haben jetzt unsere Tobii Fair Gummimatten, die werden in Deutschland produziert mit 30% recycelten Materialien. 10 Jahre geben wir der Garantie. Schaut aber vorbei und im Shop for Tesla kriegt ihr natürlich auch anderes Zubehör. So, wir starten einmal. Das Auto hier, ja, der war gerade auf der Autobahn, deswegen sieht er so aus, wie er ist. Er wird gleich nochmal gewaschen. Heißt Elonmobil. Das heißt, oben sehen wir auch den Fahrzeugnamen gleich. Wenn ich jetzt mehrere Fahrzeuge in der App habe, also wenn ich in der Familie mehrere Tesla habe, wir kommen auch noch mal dazu, wie man den Wagen teilt, oder ja, warum auch immer ich noch mehrere Fahrzeuge haben sollte, dann kann ich durch ein Swipen zwischen den Fahrzeugen hin und her wechseln. Das ist sehr, sehr praktisch. Der Wagen öffnet aber, egal welches Fahrzeug ich hier offen habe. Also ich kann jetzt zum Beispiel unseren Elon offen haben. Ich kann zum Fahrzeug hingehen und trotzdem öffnet auch das Elonmobil. Das funktioniert, da muss man nicht mehr auswählen, das war früher mal so. Wir sind jetzt aber beim Elonmobil und wir fangen oben an. Ihr seht also den Namen und oben rechts in der Ecke ist dann mein Profil. Ich kann hier sogar ein Profilbild hinterlegen. Ich habe eine Produktauswahl, das heißt, das sind die Autos, die ich hier in der Liste habe oder die ich bestellt habe, beziehungsweise die ich schon ausgeliefert bekomme. Ich habe einen Posteingang, wo ich Nachrichten von Tesla bekomme. Ich habe die Beutekiste, wo ich Supercharger-Kilometer früher sammeln konnte und noch viele andere Sachen. Also ich kann mein Konto einmal aufrufen, ich kann sehen, was habe ich in der Vergangenheit bestellt. Aufladen kann ich einmal sehen, wie viel ich eigentlich in der Vergangenheit geladen habe und was ich dafür bezahlt habe. Bei mir ist da jetzt leider nichts drin, weil ich noch ein paar Freikilometer habe. In den Einstellungen kann ich relativ wenig einstellen, aber ich kann die Kalendersynchronisation aktivieren. Wenn ich die aktiviert habe, dann sehe ich auch im Auto meine Kalenderpunkte, also ja, meine Termine, so nennen sich solche Sachen. Mitteilung habe ich hier nochmal, kann ich einstellen und im Shop kann ich dann auch im Tesla-Shop einmal einkaufen. So viel also zu den Profileinstellungen. Jetzt kommen wir wirklich zum Fahrzeug. Und oben links sehe ich schon mal die Prozentanzeige. Wenn ich da mal draufklicke, kann ich auch sehen, nicht nur wie viel Prozent ich im Wagen habe, sondern wie viel Kilometer ich damit rein theoretisch noch fahren kann. Kann ich mit einem Klicken einfach wechseln. Ich sehe, dass der Wagen jetzt aktuell geparkt ist. Oh Wunder, das stimmt auch. Und ich habe darunter dann eine 3D-Ansicht von meinem Fahrzeug. Ich habe die Möglichkeit, die Farbe des Fahrzeuges zu ändern. Dafür muss ich aber ins Auto gehen und da die Farbe einstellen. Also ich könnte jetzt sagen, dass der Wagen in der App so knallig grün auftaucht, wie ich hier stehe. Das funktioniert. Und darunter sind dann Hotkeys. Das sind die Sachen, die ich quasi am schnellsten, auf die ich am schnellsten zugreifen kann. Das heißt, ich habe einmal das Schloss. Wenn ich drauf drücke, jetzt ist der Wagen abgeschlossen. Ich kann drauf drücken, jetzt ist er offen. Daneben der Ventilator, wenn ich da drauf klicke, aktiviere ich die Klimatisierung. Das heißt, der Wagen fängt jetzt an, quasi den Innenraum. Es ist draußen ein bisschen wärmer, das heißt, er kühlt jetzt runter. Im Winter würde er aufwärmen. Machen wir wieder aus. Daneben habe ich das Lademenü, da kommen wir auch gleich nochmal zu. Wir werden den Wagen einmal laden. Da öffnet sich darunter dann die Einstellung für das Ladelimit. Der Wagen ist jetzt auf 100% Ladelimit eingestellt. Ich kann ihn aber auch einfach hier mit dem Schieber auf beispielsweise 80% einstellen. Und jetzt würde der Wagen nur bis 80% laden. Auch relativ neu ist, ich kann auch die Ampere einstellen, mit dem der Wagen lädt. Das ist vor allen Dingen gut, wenn man zum Beispiel zu Hause über Schuko lädt. Da sollte man nicht mit 13 Ampere laden. Da kann ich dann einfach auf 10 Ampere runterstellen. Sonst würde ich aber an einen 11 kW Lader, kann ich einfach immer mit 11 kW laden, also mit 16 Ampere, was dann 11 kW ergibt. Daneben habe ich dann einmal das Symbol, um den Frunk zu öffnen. Das muss ich einmal bestätigen, weil in dem Moment, wo ich drauf drücke und sage öffne, ist der Frunk offen und der kann sich nicht elektronisch wieder schließen. Aber ich kann jetzt hier auch wieder einfach das einmal schließen. Wenn ich mit dem Finger drauf halte auf die Symbole, habe ich die Möglichkeit, die Punkte zu ersetzen. Das heißt, ich kann hier zum Beispiel sagen, ich möchte, sagen wir mal, Spalt. Ich kann das hier einfach so hochziehen. Ach so, genau. Und jetzt packe ich das auf das Ladesymbol. Und jetzt habe ich in den 4 Hotkeys einmal die Funktion für Spalt. Und wenn ich da drauf drücke, öffnen sich die Scheiben ein wenig. Das ist einfach eine Funktion, dass wenn man den Wagen jetzt in der Sonne stehen hat, dass die Luft da auch wieder raus kann.
Wenn ich nochmal drauf drücke, schließen die Fenster auch wieder. Ist eine Funktion, die ich jetzt nicht unter den Hotkeys haben würde, deswegen packe ich das Schließen auch wieder rein. So ist es eigentlich für mich, so wie ich es jetzt habe, eigentlich das Beste. Jetzt gehen wir einmal in das Menü Fahrzeug. Und hier seht ihr schon, das ist eine schöne Animation. Ne? Also wir sehen jetzt das Auto von oben, wenn wir einmal draufklicken. Und da habe ich oben auch wieder das Schloss. Das heißt, wenn ich hier drauf drücke, der Wagen schließt ab, der Wagen öffnet. Ich habe aber auch die Möglichkeit, jetzt hier den Trunk, also muss ich auch wieder bestätigen, zu öffnen. Ich habe aber auch hier die Möglichkeit, hinten den Kofferraum zu öffnen. Und ich habe die Möglichkeit, hier mit dem Blitzsymbol die Ladeklappe auch zu öffnen. Das heißt, ich kann alles am Fahrzeug einmal öffnen, was elektronisch öffnen ist. Danke, Nick. Genau, das also im Fahrzeugmenü. Und das Schöne ist, wenn ich jetzt einmal zurückgehe, dann sehe ich sogar in der 3D-Darstellung, was gerade alles offen ist. Also der Frunk ist offen, der Kofferraum hinten ist offen. Und wenn ich die Tür aufmache, dann geht auch gleichzeitig hier in der 3D-Ansicht das Fahrzeug auf. Okay, nochmal wieder alles hier zu, ganz kurz. Das hinten kann ich natürlich auch über die App zumachen. Natürlich so schließen. Das kann ich auch zumachen. So, gut. Alles wieder in den Standardeinstellungen. Unter den Fahrzeugeinstellungen habe ich dann die Klimaeinstellung. Und hier kann ich die Temperatur des Autos einstellen. Das heißt, ich kann sagen, ich möchte jetzt hier eine kleine Sauna drin haben, einfach auf Max stellen und jetzt heizt der Wagen auf. Auch hier habe ich wieder das Spaltmenü oder den Spalt-Hotkey. Die Fenster öffnen sich einmal. Ich habe aber auch die Möglichkeit, jede einzelne Sitzheizung zu aktivieren. Das heißt, ich kann einfach hinten links die Sitzheizung anmachen. Das sieht man dann an diesen drei roten Strichen, die jetzt nicht mehr grau sind, sondern rot. Rot heißt aktiv. Ich kann in der Mitte Sitzheizung anmachen oder hinten rechts oder auch vorne auf den Sitzen. Hier habe ich dann auch die Möglichkeit zwischen Heizen, also einfach manuell einstellen, und Auto umzuschalten. Ich kann sogar einfach die Lenkradheizung aktivieren. Muss ich einmal auf das Lenkrad klicken, dann wird das rot und das heißt, jetzt wärmt das Lenkrad auf. Es gibt noch weitere Einstellungen bei den Klimaeinstellungen. Ich kann nämlich einmal von hier unten nach oben swipen und hier habe ich einmal die Option, das Fahrzeug zu enteisen. Das heißt, wenn das voll mit Schnee ist und mit Eis, drücke ich da drauf und er würde einfach den Innenraum und die Scheiben insbesondere aufwärmen, sodass das Eis schmilzt. Ich habe den Biowaffenschutzmodus. Wenn ein Diesel vor euch ist, dann könnt ihr den aktivieren. Der filtert dann alles raus. Oder Pollen oder keine Ahnung. Also ja, Biowaffenschutzmodus, der filtert einfach alles aus der Luft. Dann habt ihr den Camp-Modus. Der aktiviert drin die USB-Steckplätze. Weiterhin, auch wenn der Wagen quasi geschlossen ist, lässt die Klimaanlage laufen und schaltet die Innenraumüberwachung aus, verschiedene Sachen. Und ihr könnt den Hundemodus aktivieren, eine meiner absoluten Lieblingsfunktionen in dem Auto, die ich auch sehr regelmäßig benutze. Deaktiviert auch die Innenraumüberwachung und zeigt auf dem Display an, dass der Besitzer gleich von dem Hund zurück ist und dass im Innenraum, dass da gekühlt wird und 21 bzw. 22 Grad sind das, was ihr dann letztendlich einstellt. Sehr nützlich, wenn ihr eben einen Hund habt. Solltet ihr auch nutzen, weil sonst geht der Alarm an und das wäre ein Problem. Ihr habt dann auch den Innenraumüberhitzungsschutz, der ist jetzt hier auch an. Der sorgt einfach dafür, dass der Innenraum nicht wärmer als 40 Grad wird. Das hat den Vorteil, dass es einfach nicht so warm drin ist und falls ihr irgendwas drin lagert oder so, ja, Sitze nicht so heiß werden. Das könnt ihr hier unten machen, ihr könnt den aber auch ausmachen oder ohne AC, dann wird einfach wahrscheinlich nur die Luft ein bisschen durchwirbelt. Das sorgt wahrscheinlich auch so ein bisschen für eine Kühlung. Dann kommen wir jetzt mal zu Standort. Und wir stehen ja hier vorm Elektrohub, das seht ihr hier auch auf der Karte. Ihr werdet jetzt gleich sehen, wo ich ungefähr stehe, und zwar hinterm Auto. Ja, okay, eigentlich stehe ich jetzt eigentlich auf dem Dach hier, aber das GPS-Signal ist jetzt nicht so hundertprozentig genau. Ich sehe also, wo das Auto ist. Und das ist wirklich, das sind Live-Daten. Es ist nicht so, dass es sich irgendwie einmal in einer Minute aktualisiert, wenn überhaupt, sondern das sind wirklich Live-Daten. Und Nico, ich würde dich einmal bitten, beweg doch mal das Auto und wir verfolgen auf der App, wo du dich oder wie du dich bewegst. Das Auto wird hier präsentiert durch den roten Pfeil. Und Nico ist jetzt gerade einmal reingesprungen. Ja, ihr seht das jetzt. Jetzt bewegt sich schon der Pfeil. Also es wird wirklich alle 1-2 Sekunden aktualisiert, den Standort. Sehr geil. Wenn ihr jetzt hier auf Standort zurückgeht, dann seht ihr auch, das 3D-Bild hat sich hier oben geändert. Und ihr habt es gerade gesehen, das hat sich einmal gedreht, weil der Wagen fährt jetzt rückwärts und selbst das weiß die App, dass der Wagen rückwärts fährt. Und der fährt sogar gerade mit 3 km/h bzw. 5 km/h, das ist schon nicht mehr Schrittgeschwindigkeit. Und ihr seht sogar, dass die Rückleuchten an sind. Also solche kleinen Details werden hier wirklich in der App wiedergespiegelt. Und wenn der Wagen jetzt zum Stehen kommt und Nico geparkt hat,
Dann wird sich auch hier wieder das Bild ändern. Genau, jetzt seht ihr, der Wagen hat geparkt. Also wirklich Live-Daten bekommt ihr von dem Auto. Es wird gleich noch ein bisschen verrückter, was die Live-Daten angeht. Aber jetzt gehen wir erstmal zu Zeitplan. Im Zeitplan kann ich eine Abfahrt planen. Das heißt, ich kann sagen, ich will morgen um 7 Uhr losfahren, klimatisiere mir das Auto vor, einmal das Häkchen hier setzen. Und ich kann sagen, ich möchte Nebentarif laden. Das heißt, wenn ich irgendwie nachts einen günstigeren Stromtarif habe, dann kann ich sagen, dass er bis 6 Uhr fertig geladen hat. Das heißt, um 6 Uhr ist er dann bei dem Limit, was ich eingestellt habe. Und er fängt halt genauso an, dass er eben um 6 Uhr fertig ist. Das heißt, wenn er jetzt irgendwie bei 30% ist, dann fängt er an, um 3 Uhr zu laden oder um 2 Uhr zu laden, sodass er genau das Nachtfenster da ausnutzt. So, und jetzt kommen wir zum Punkt Sicherheit. Wenn ihr das Auto abholt, dann bekommt ihr von Tesla eine Karte und seid theoretisch schon mit dem Wagen verbunden. Das heißt, ihr werdet das Auto auch so sehen, wie ich es hier habe. Ihr bekommt aber hier unter der 3D-Darstellung einen Hinweis, dass ihr den Handyschlüssel noch verbinden müsst. Macht das als erstes quasi, wenn ihr in dieses Auto einsteigt, denn ab dem Moment habt ihr auch den Bluetooth-Zugriff, wo dann alles so schnell geht wie jetzt. Und der Wagen öffnet sich halt, wenn er jetzt abgeschlossen ist, automatisch, wenn ihr rangeht. Das, was ich euch auch am Anfang gleich schon gezeigt habe. So, und unter Sicherheit könnt ihr dann auch noch zusätzlich den Wächtermodus aktivieren. Das ist der Modus, wo das Umfeld einmal beobachtet wird. Und falls jemand dem Wagen nahe kommt, startet eine Aufzeichnung auf dem USB-Stick im Handschuhfach. Aber im Dezember ist noch eine geile Funktion dazugekommen, denn wir können hier wirklich ein Live-Bild der Kameras starten. Das ist etwas, was immer noch so ein paar Sekündchen dauert. Ich kann über die Punkte, die hier unten sind, die Kamera auswählen, durch die ich gerade gucke. Und irgendwie möchte er gerade nicht durch die Kamera vorne links gucken. Vorführeffekt. Ich gehe mal nach vorne. Also normalerweise ist das ein flüssiges Bild. Für das Video wollte Tesla gerade nicht. Aber ich habe das kurz gesehen, da war irgendwie nur ein Frame jetzt angezeigt. Normalerweise läuft das flüssig und ich kann hier unten über die Punkte auswählen, durch welche Kamera ich jetzt eigentlich gucken möchte. Ich kann außerdem Lichthupe aktivieren, das funktioniert auch. Und Hupe, das mache ich nicht, weil die ist sehr, sehr laut. Aber ich kann auch Sprachnachrichten schicken oder eine Information. Das geht jetzt aber auch nicht, weil gerade will er die Kameras nicht aktivieren. Funktioniert jetzt leider fürs Video nicht, aber ihr könnt es ja dann in eurem Auto einmal ausprobieren. Sehr, sehr cool. Dann kommen wir zum Valet-Modus. Also Valet-Modus ist eigentlich, wenn man den Wagen beim Hotel abgibt, dass der quasi nicht jetzt Vollgas fahren kann, oder nicht? Also würde ich jetzt mal so sagen. Warte, ich versuche es jetzt einmal, ich berichte euch jetzt einmal, wie es hier aussieht, zu fahren. Ah, das ist aber ein großzügiger Valet-Modus. Er sagt jetzt hier Geschwindigkeit maximal 113 km/h. Warte, ich will nur mal kurz Gas geben. Ja. Also, ich kann auf jeden Fall nicht Vollgas geben. Es ist ja auch nicht so das Typischste in Deutschland, dass man irgendwie beim Hotel das Auto wegfahren lässt. Von daher wird man das wahrscheinlich hier nicht so häufig verwenden. Aber falls ihr das macht, aktiviert den. Hast du noch was rausgefunden? Ja. Also, das sind die verschiedenen Punkte. Ist ja aber interessant, dass der Kofferraum auch verriegelt bleibt und solche Geschichten. Das ist eigentlich ganz cool, ein Handschuhfach. Schade, dass die Beschleunigung beschränkt ist. Ich wollte gerade sagen, falls ihr mal einen fremden Menschen das Auto in die Hand drückt, dann macht den Valet-Modus an, weil der kann dann nicht ins Handschuhfach und nicht vorne in den Trunk. Sehr cool. So. Ja, genau, wer hat's nicht? So, hier, nimm mein Auto. Ich kenne dich zwar nicht, aber ich mache den Valet-Modus an, weil dann ist alles sicher. Das ist durchaus gängig. Gehen, was verstecken, was die Frau vielleicht nicht sehen soll. Dann habt ihr noch unter Sicherheit den Menüpunkt Tempobegrenzung. Dann könnt ihr erstmal auf die drei Punkte klicken, dann könnt ihr die maximale Geschwindigkeit einstellen und dann könnt ihr hier das wieder aktivieren, wenn ihr dann euren PIN da habt. Genau, da kann man einfach nur eine gewisse Geschwindigkeit mit dem Wagen fahren. Ihr kriegt auch Benachrichtigungen, wenn ihr zum Beispiel die Tür des Autos offen lasst. Das könnt ihr in den Einstellungen auch nochmal im Auto direkt einstellen, ob ihr das haben wollt. Ihr kriegt auch eine Information, wenn ein Fenster offen gelassen wurde. Deswegen aktiviert auf jeden Fall die Benachrichtigung. Das ist sehr hilfreich. Und natürlich, wenn das Fenster offen gelassen wurde, könnt ihr einfach hier ins Fahrzeug wieder reingehen. Unten rechts steht da schließen. Und dann schließt er auch das Fenster. So, jetzt nochmal zurück zur Sicherheit. Und hier kann ich auf Fahrer verwalten klicken. Und hier sehe ich, dass Laura, meine Freundin, einmal als Fahrer für dieses Auto eingetragen ist. Und Nico Hübner. Das ist Nico. Ich lösche dich einmal ganz kurz, um dir einmal zu demonstrieren, wie ich dich hinzufüge. Jetzt ist Nico wieder gelöscht. Und wenn ich ihn jetzt hinzufügen möchte, klicke ich auf Fahrer hinzufügen. Dann sage ich, ja, ich möchte den Link erstellen.
Und jetzt wird die Einladung erzeugt. Jetzt schicke ich dir über WhatsApp eine Einladung. Nico bekommt dann also einen Link, wo er draufklicken kann. Wenn er die Tesla-App hat, dann ist es sofort in dem Moment, wo er draufklickt, ist er einfach hinzugefügt und kann dann mit dem Wagen theoretisch fahren. Eine Voraussetzung gibt es allerdings, er muss Internet haben mit dem Wagen. Also wenn ich den Wagen jetzt in die Tiefgarage stellen würde, wo der Wagen kein Internet hat, dann würde er keinen Zugriff zu dem Wagen bekommen. Mit dem Link, den ich jetzt Nico geschickt habe, geht nämlich im ersten Moment diese Verbindung über Funk zum Wagen. Bluetooth-Verbindung funktioniert erst, wenn man den Handyschlüssel eingerichtet hat, also mit der Karte drin. Deswegen, da müsst ihr dran denken, wenn ihr den Wagen irgendwie einem Familienmitglied oder Freund einmal zum Ausleihen gebt, der gerade nicht jetzt physisch neben euch steht oder so, sondern ihr schickt das einfach über WhatsApp, dann braucht das Auto und das Handy Internetempfang, damit die kommunizieren können. Das ist noch wichtig zu sagen. Gehen wir mal bei Sicherheit raus. Ladedaten. Auch relativ neu. Hier sehe ich einfach, was ich mit dem Wagen verbraucht habe, beziehungsweise wo ich geladen habe. Das heißt, ich sehe, wie viel ich mit Supercharger lade. Das ist eine ziemlich hohe Zahl bei mir. 78% habe ich mit Supercharger geladen. 3% zu Hause. Das stimmt nicht ganz. Der Wagen denkt, dass er hier zu Hause ist. Und jedes Mal, wenn ich hier im Umkreis irgendwie an der AC-Säule stehe, dann denkt er, das ist zu Hause. 19% Sonstiges ist halt eben alles, was jetzt hier nicht im Umkreis ist. Ich kann hier hinterlegen, was ich zu Hause an Strom bezahle und dann rechnet mir Tesla automatisch aus, was es mich denn gekostet hat. Ja, hier bei mir steht, dass ich nur Gesamtkosten von 58 Euro hatte. Das liegt daran, also ich sage hier, dass ich hier mit 32 Cent pro Kilowattstunde bezahle. Das habe ich, wie gesagt, oder hätte ich einstellen können, das sind die Standardeinstellungen. Ich zahle halt momentan nichts an Superchargern, weil ich eben noch diese Freikilometer habe. Sonst würde er auch die Supercharger-Kosten hier mit reinberechnen. Sehr informatives Tool an dieser Stelle. Und man kann sich halt auch immer angucken, okay, was hätte ich mir jetzt eigentlich bezahlt, wenn ich mit Benzin fahren müsste oder mit Diesel. Das kann man alles einstellen. Hier eben Ladekosten einstellen zu Hause. Ist ein etwas längeres Menü, bla 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 bla. Man kann Stromanbieter auswählen. Geht sehr in die Tiefe, was wir jetzt hier an dieser Stelle mal sein lassen. Dann gibt es noch Upgrades. Hier habt ihr die Möglichkeit, zum einen zum Beispiel den Autopiloten dazu zu buchen. Also ich kann jetzt hier einfach in Kaufen reingehen und dann lädt das ganz kurz und hier kann ich jetzt sagen, okay, ich möchte den Enhanced Autopilot haben oder sogar das volle Potenzial für das autonome Fahren. Das kann ich hier einfach hinzufügen. Die Preise seht ihr da, 3.800 bzw. 7.500 Euro. Wenn ich das hinzufüge, bezahle, dann muss der Wagen einmal neu starten und dann ist es auch sofort aktiv. Unter Abonnements sehe ich dann noch andere Sachen, wie zum Beispiel die Premium-Konnektivität für 9,99 Euro im Monat, wo ihr dann eben Spotify dabei habt, Internet für Twitch und YouTube auch, dann wenn ihr am Supercharger steht und so weiter und so fort. Interessanterweise, also ich kann es jetzt hier hinzufügen, aber bei dem Model Y Performance ist das noch für ein Jahr inklusive. Also so steht es zumindest drin. Bei meinem Model 3 Performance war es irgendwie nur ein Monat. Dann könnt ihr hier auch noch Zubehör kaufen. Das hat natürlich Tesla auch. Ihr könnt natürlich auch bei uns im Shop von Tesla vorbeischauen. Wie gesagt, da hatten wir auch Gummimatten made in Germany. Die sind übrigens hier auch drin. Guck mal. Wow. Wir haben schon häufiger das Feedback bekommen zu dem Kleber, das sei an dieser Stelle auch mal gesagt. Die sind natürlich sehr auffällig, ne? Das ist unsere Farbe. Man kann die Dinger einfach abziehen und darunter ist dann einfach Gummi. Wenn euch das stört, könnt ihr das machen und wir arbeiten daran. Vielleicht ändern wir die nochmal, I don't know, aber jetzt würden wir erstmal empfehlen, wenn euch das stört, könnt ihr abziehen. Das ist jetzt hier der erste Final, die erste finale Matte. Guck, das ist wirklich Gummi. Die sind auch unkaputtbar und die passt wirklich perfekt. Letzter Punkt, Service. Da wird immer viel gesagt, Tesla-Service, eine Katastrophe und so weiter und so fort. Es ist sehr einfach, einen Servicetermin bei Tesla zu bekommen. Ich klicke einfach auf Service beantragen. Ich sage, ich habe ein Problem mit Lärm, Windgeräusche, fertig. Dann kann ich hier Service auswählen. Achso, ich kann noch hinzufügen, dass vielleicht auch das Infotainment, Touchscreen, dass da irgendwas nicht stimmt. So, das sind jetzt die Probleme. Dann kann ich einen Text dazu schreiben. Hallo. Und dann kann ich hier schreiben, ciao. Habe ich meine Probleme erklärt. Dann kann ich da noch Bilder hinzufügen. Also wenn ich zum Beispiel auch einen physischen Schaden habe, kann ich davon ein Bild machen. Dann klicke ich auf Weiter. Dann sage ich, wo ich hier bin. Unser Büro ist am Bäckerbreiter Gang. Dann sucht er mir raus, wo jetzt das dichteste Service Center ist. Und hier kann ich einfach sagen, okay, 4. Mai möchte ich einen Termin
Ja, da nicht, da nicht, da nicht. Wann ist der nächste Termin in Hamburg? Nächste Woche am Mittwoch wäre der nächste Termin im Service Center in Hamburg. Kann Zeit auswählen und dann wäre es gebucht. Vielleicht, weil ich gerade Sachen ausgewählt habe, die nur im Service Center gelöst werden können, wird mir jetzt kein mobiler Service hier vorgeschlagen. Aber also wir hatten schon mal einen Scheinwerfer, der gewechselt werden musste. Da konnte ich einen mobilen Service buchen. Da ist hierher gekommen und ich musste gar nicht irgendwo hinfahren und der Scheinwerfer wurde in der Tiefgarage gelöst. Das gibt es auch bei Tesla. Wenn ich jetzt weiterklicke, dann bestätige ich das nochmal und meistens meldet sich dann noch ein Mitarbeiter, klärt nochmal die letzten finalen Sachen ab. Aber so wird ein Servicetermin gebucht. Extrem einfach. Ich muss niemanden anrufen, lange erklären, sondern einfach über die App. Geile Sache. So, und jetzt nochmal. Weil wir haben schon ein bisschen über die 3D-Ansicht ja gesprochen. Während des Ladens gibt es auch noch eine ganz schöne Animation. Und jetzt würde ich hier einfach mal reinstecken. Und ihr seht auch oben gleich, die Animation ändert sich. Jetzt ist das Kabel noch rot. Und sobald er angefangen hat zu laden, wird es grün. Und ihr seht auch so eine Animation, wie der Strom quasi ins Fahrzeug fließt. Und hier könnt ihr auch eben wieder einstellen, mit wie viel Ampere ihr laden wollt. Ich bin jetzt hier in der Schuko, deswegen lasse ich mal bei 10 Ampere. Ich kann den Ladevorgang stoppen und ich kann auch den Ladeanschluss entriegeln, denn jetzt, wo er lädt, ist der Ladeanschluss fest. Um das jetzt am einfachsten zu beenden, bei anderen Fahrzeugen muss man häufig an der Ladesäule irgendwie nochmal die Karte vorhalten und so, damit die Ladesäule abbricht zum Laden. Bei Tesla macht ihr einfach Ladeanschluss entriegeln und dann könnt ihr mal rausziehen. Dann ist die Sache erledigt. Naja, ganz unten seht ihr noch, was für ein Fahrzeug wir hier haben. Model Y, Dualmotor mit einem Strich runter, heißt Performance. Ihr seht den aktuellen Kilometerstand, ihr seht die FIN, ihr seht die Versionsnummer von der Software, ist das, oder? Im Auto, ja. Und dann könnt ihr Details anzeigen. Technische Daten seht ihr hier dann noch einmal. Die werden jetzt einmal abgerufen. Genau, Autopilot, Solid Black, Performance Allrad, Supercharger Zugang, Pay As You Go. Alles Mögliche könnt ihr da sehen und zur Garantie habt ihr auch noch mal Informationen, bis wann da die Abdeckung der Batterie ist, das ist bis 2030 und dann Antriebseinheit und so weiter und so fort. Das heißt, die ganzen Informationen bekommt ihr da auch direkt in der App. Ich hoffe, das war sehr hilfreich. Falls ihr noch irgendwelche anderen Tipps und Tricks für die App habt, schreibt das mal in die Kommentare. Ich würde mich freuen, das zu lesen. Vielen Dank an die Evalino, die uns hier beim Laden geholfen hat. Findet ihr auch bei uns im Shop von Tesla. Schaut da einmal vorbei, würde mich freuen. Und ja, folgt dem Kanal, wenn ihr mehr zu Tesla sehen wollt und vielleicht noch mehr Ratgeber-Videos. Vielen Dank, bis dann. Ciao.